Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Grisha Prömel. Und das ist der Ballverlust. Gobeleov. Robert Andrich. Sie holen sich den Ball. Er geht energisch dazwischen. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Jetzt der Eckball. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Gut verteidigt, die Hereingabe abgeblockt. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Über die Torauslinie, Ecke. Ecke kommt. Erstmal geklärt. Da kommt die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Das gibt Einwurf, aber war knapp. Wäre sonst fast eine Ecke gewesen. Die Gelegenheit für die Flanke. Robert Andrich. Schön abgeblockt. Ball bis jetzt verloren. Caligiuri. Strobel. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Was macht er draus? Da erobert er den Ball. Den Ball kann er abfangen. Klasse Pass. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Jetzt sind sie am Ball. Gefährlich. Könnte die Führung werden. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Tor für Union Berlin. Die Nummer 32. Markus Ingvardsen. Trimmel. Robert Andrich. Das könnte was werden jetzt. Flanke kommt weit. Grisha Prömel. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Der Ballverlust. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da kommt der Schuss. Den Ball entschärft er ganz locker.
Strobel. Finn Bogasson. So, was machen Sie draus? Er blockt die Hereingabe ab. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Christopher Lenz. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Einwurf jetzt. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Robert Andrich. Der Schuss, ganz wichtig, er hält den Ball fest. Die Chancenerarbeitung, die stimmt bisher, aber die Verwertung ist extremst ausbaufähig. Ball kommt in die Mitte. Das ist noch gefährlich. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Weiter die knappe Führung nach der Szene eben. Das war eine Riesenchance. Die Fans spüren jetzt oder nie. Jetzt muss was kommen von der Mannschaft. Was macht er draus? Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Beim FC Augsburg. Und jetzt wechselt er gleich doppelt aus. Die Nummer 16, Ruben Vargas. Und mit der Nummer 27, Alfred Finn Bogasson. Neu auf dem Feld, die Nummer 7, Florian Niederlechner. Und mit der Nummer 11, Michael Gregoritsch. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und da ist der Ball wieder weg. Gutes Anspiel. Sie lassen den Ball gut laufen. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Caligiuri. Marco Richter. Ja, das könnte was werden jetzt. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Es gibt einen Wechsel. Carlos Grosso. Neu in der Partie, die Nummer 8, Rani Khedira. Kommt jetzt die Flanke? Tobias Strobel. Und die Balleroberung, wichtig. Mit viel Auge. Jetzt schießt er. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten.
Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Robert Andrich. Marco Richter. Den Ball will er nicht hergeben. Strobel. Rani Khedira. Wird das eine Torchance? Und das ist der Ballverlust. Friedrich. 6 Minuten haben wir hier noch. Ball läuft gut. Sehen wir hier auch. Und das ist ja immer wieder der Fall heute. Ja, machen Sie klasse. Ist ganz sicher eine ihrer großen Stärken. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Stimmungstechnisch macht Ihnen hier keiner was vor, oder? Nee, also was die Fans hier heute abliefern, das ist aller Ehren wert. Tolle Stimmung. Die Nummer 7, Akaki Gokye. Ecke kommt. So, was machen Sie draus? Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Ah, Sie verlieren den Ball. Das ist der Schlusspfiff. Am Ende bleibt es hier also beim Sieg der Gäste. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist.